gut. Das ist, muss ich doch ändern. Als ob ich so klein bin. Doch, Mann, das ist zu wack, Alter. Okay, jetzt kannst du mal wieder anfangen. Passt? Sicher? Soll ich wachsen? Herzlich willkommen zu unserer Neon Night. Schön, dass du eingeschaltet hast. Für alle, die es noch nicht wissen oder auch wieder vergessen haben, wir feiern heute Gottesdienst. Okay, wir sind eine Kirche, Neon Night ist ein Gottesdienst und uns geht es um eine Sache. Natürlich werden wir Spaß haben, aber es geht darum, dass wir Gott begegnen, dass wir näher zu Gott kommen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du heute Gott eine Chance gibst, okay? Es wird mega Input geben von Maui, okay? Danke Maui an dich, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir glauben, dass Gott einfach kein toter Gott ist, sondern ein lebendiger Gott, der zu dir und mir sprechen kann. Und nicht nur in einem Gebäude mit einem Kirchturm, sondern einfach in jedem Raum, okay? An jedem Ort, an jedem Zeitpunkt, was auch immer. Und er möchte zu dir sprechen heute. Und deswegen mach dein Herz auf, okay? Stell dich darauf ein, dass Gott in dein Herz sprechen wird. Und ich bin gespannt, was Gott alles zu uns reden wird heute. Aber bevor es losgeht, haben wir eine coole Sache. Und zwar werden wir ein Game spielen, okay? Game. Ich freue mich so sehr. Und diesmal wird es ein lustiges Spiel, okay? Und zwar haben wir zwei Leute, die das spielen werden. Und zwar einmal zu meiner Linken, Lena. Lena, darfst mal herkommen. Das ist Lena. Du darfst wieder rausgehen. Und zu meiner anderen Seite, zu meiner Rechten, Rachelle. Das ist Rachelle. Hi. Richtig cool, du darfst auch wieder gehen. Dass ihr beide hier seid. Wir werden nämlich ein Singspiel spielen, okay? Sie lieben es zu singen, okay? Sie sind kleine Vögel, die gerne trällern. Und das Folgende funktioniert das Spiel. Ich werde ein Wort sagen, mich wird man dann nicht mehr sehen oder man wird es gar nicht mehr hören. Man wird es einfach nur eingeblendet haben. Und dieses Wort, das ich gesagt habe, muss Lena oder Rachelle so schnell wie möglich einen Liedtext dazu finden. Irgendwelche Lieder, die es draußen gibt. Und wer zuerst diesen Liedtext mit diesem Wort singt, der kriegt einen Punkt. Okay, ist glaube ich ganz einfach. Wir machen ein Beispiel. Wenn ich das Wort Spiegel benutze und ich sage Spiegel, dann muss entweder Lena oder Rachelle so schnell es geht in die Mitte rennen und anfangen, ein Lied mit Spiegel im Text zu singen. Und dann geht der Punkt an Lena oder an Rachelle. Okay, ich glaube, ihr habt es verstanden. Wenn nicht, dann werdet ihr es jetzt verstehen. Habt viel Spaß und in den Kommentaren schreibt mit, wenn ihr den Song zuvor schon kennt, okay, oder irgendeinen, dann schreibt den Songtitel, den Künstler, was auch immer, gerne mit rein, okay. Und wir sind gespannt, wie sich die zwei im Singen so anstellen. Bis dann. Just give me a reason, just a little bit enough, just a second und so weiter. We can learn to love again. Praise him, praise him, praise him, praise him, praise him, praise. Y'all, that's in me. Just bless his name. My Jesus is great. My Jesus is great. Band. Die haben mit Kanye zusammen Musik gemacht. Love is an open door. Ja, voll geil. Frozen, Leute. Love is an open door. Love is an open door. Ich könnte auch ankündigen lassen, dass es nur zwei Rachels gibt. Can we be friends? So on the hill, I'm on my way. Yes. Goodbye. I love it when you call me señorita. Baby.
hinter dich. Check. So don't you come back no more. On Sunday, you're my Chick-fil-A. You're the number one. Chick-fil-A. Welcome to my house. Turn that music so loud. We don't have to go home. Du-du-du. Keine Ahnung. Florida auf jeden Fall. Something you should go and love yourself. Baby, you light up my world like nobody else. Okay, I'm done. One later. Was für ein Game, richtig cool. Keine Ahnung, wer in euren Augen gewonnen hat. Okay, entweder Rachel, weil sie immer reingerannt kam, oder Lena, weil sie selten extrem unterhaltend reinkam. Also wirklich der Hammer, okay. In die Kommentare, wenn ihr sagt, hey, Person A oder Person B hat gewonnen. Jetzt geht's gleich weiter mit der Predigt, doch davor gibt's noch eine wichtige Ansage, okay, und die ist echt wichtig. Und zwar haben wir, falls ihr letzte Neon-Line angeguckt haben, wir haben neuen Neon-Merch für euch entwickelt, okay. Wir als Neon-Rot haben gesagt, wir möchten für die Corona-Zeit einen Merch entwickeln, den du und ich zu Hause, wie aber auch überall anders tragen können. Etwas ganz Basic-mäßiges, okay, und zwar eine College-Shirt-Kollektion. Und das seht ihr hier auf den Bildern, wenn ihr welche haben, wenn nicht, dann seht ihr sie eben nicht. Ihr werdet sie sicher sehen. Und dieses Shirt gibt es bald zu kaufen, okay, und zwar über uns einfach, schreibt uns persönlich oder über Instagram, wenn ihr so ein T-Shirt kaufen möchtet. Yes, ich feier's, ich freue mich drauf, wenn ich es endlich auch vorbestellen kann und kaufen kann. Ganz wichtig, ich erinnere euch nochmal danach, aber schreibt euch auf, es wird auch günstig, okay, kauft euch dieses Neon-Shirt. Und jetzt würde ich sagen, wir haben eine freundliche Sekunde bis zur Predigt, okay, in dieser freundlichen Sekunde könnt ihr tun und machen und lassen, was ihr möchtet, keine Ahnung, wie ihr sie nutzt, aber ihr habt eine gute Sekunde. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zur Neon Night, ja, ich freue mich, dass ich zu dir sprechen kann und ich hoffe eigentlich, dass Gott durch mich zu dir spricht. Und genau dafür wollen wir ganz kurz jetzt beten, einfach, dass wir uns konzentrieren können und ja, dass wir auch verstehen können, was Gott heute zu dir sagen will. Hey Jesus, ich bitte dich dafür, dass du jetzt bei uns bist und dass du den Männern und Frauen vor der Kamera begegnest und ja, ihnen heute das sagst, was du ihnen mitgeben willst. Amen. Yes. Ich habe mir die Frage gestellt, warum ist stille Zeit so wichtig? Wenn du stille Zeit nicht kennst, dieses Wort, das ist eigentlich nichts anderes als Zeit mit Gott. Okay? Also warum ist die Zeit mit Gott so wichtig? Wir als Christen glauben nämlich, dass es ja, einfach wichtig ist, mit Gott unterwegs zu sein und mit Gott Zeit zu verbringen. Und ich will dir heute beantworten, warum das denn so ist. Und es sind eigentlich zwei Dinge, die in jedem Gottesdienst und auch bei dir zu Hause Thema sein sollten. Und zwar sind es einmal Anbetung und Bibellesen.
Wenn ich von Anbetung spreche, hat es heute vor allem den musikalischen Aspekt, okay? Also heißt, ich singe Lieder, ich singe Lobpreislieder, heißt es dann, zu Gott und ich ehre ihn damit. Aber es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, Anbetung auszuüben. Also es gibt noch viele weitere Zugangsmöglichkeiten zu Gott. Und es ist völlig okay, wenn du auch eine andere hast, ja? Aber ich will es eben einfach nur an einem Beispiel festmachen, damit es ja, für dich einfach einfacher zu verstehen ist. Und Anbetung grundsätzlich ist sehr, sehr wichtig, okay? Also gerade die musikalische Anbetung ist sehr, sehr wichtig, weil wir das zusammen und auch alleine tun können. Und es tut uns und den anderen gut. Aber weil wir jetzt eben vor allem online unterwegs sind gerade, können wir ja nicht auf die Gemeinschaft uns verlassen. Ja? Also man kann sich nicht mit anderen Leuten treffen, man kann nicht zusammen Gott anbeten. Und deswegen fällt dieser Teil raus. Und ich will mich heute eben mit der persönlichen Anbetung beschäftigen. Ich will mich damit beschäftigen, wie es ist, Gott in deinen eigenen vier Wänden anzubeten. Ja, der erste Punkt ist zur Anbetung. Wir sind für die Anbetung geschaffen. Okay, wir sind von Gott geschaffen für die Anbetung. Und dazu lese ich einmal aus dem Psalm 8, den ganzen Psalm, das sind die Verse 1 bis 10. Und danach erkläre ich ein bisschen was dazu. Herr, unser Herrscher, wie berühmt ist dein Name in aller Welt. Ja, auch am Himmel zeigst du deine Größe und Herrlichkeit. Schon Säuglingen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt, damit sie deine Macht bezeugen. Das hast du so bestimmt, um deine Gegner zu beschämen, um jeden Feind und Rachsüchtigen zum Schweigen zu bringen. Wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du erschaffen und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn eingesetzt über deine Geschöpfe, die aus deinen Händen hervorgingen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Du hast ihm Schafe und Rinder unterstellt und dazu alle freilebenden Tiere im Feld und Flur. Die Vögel, die am Himmel fliegen, ebenso wie die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie berühmt ist dein Name in aller Welt. Jetzt, wir gehen es ganz kurz einmal zusammen durch. In den Versen 1 bis 2, da steht, Herr, unser Herrscher, wie berühmt ist dein Name in aller Welt. Und hier wird einfach nur gesagt, das ganze Universum betet Gott an. Das ist nichts anderes als Anbetung. Die ganze Schöpfung verehrt Gott. In den Versen 4 und 5 sehen wir, dass Gott, der eben so groß ist, da wird die Frage gestellt, wie er denn die Menschheit überhaupt Beachtung schenken kann. Also ein so großer Gott kann sich doch im Leben nicht um so kleine Menschen kümmern, um seine eigene Schöpfung kümmern. Und es wird so ein bisschen in Frage gestellt, also es ist ein großes, hey, wie kann es überhaupt sein, dass Gott sich zu uns hinbegibt, obwohl wir doch so nichtig sind und so unbedeutend sind. In den Versen 6 bis 9 steht aber, wir haben eine besondere Beziehung zu Gott. Niemand kann Gott so verehren wie wir. Warum? Weil wir nach Gottes Ebenbild geschaffen worden sind. Und wir sind Teil der Schöpfung, aber wir stehen über der Schöpfung. Es steht hier drin, du hast ihm Schafe und Rinder unterstellt. Und alle frei lebenden Tiere im Feld und im Flur, die Vögel am Himmel und die Fische im Meer. All das hat Gott uns unterstellt und so sind wir Teil der Schöpfung, aber wir sind trotzdem über der Schöpfung. Und wir sind Gott ein Ebenbild, wir sind Gott ähnlicher als alles andere. Und wir können auch Gott in einer ganz anderen Art und Weise begegnen wie der Rest der Schöpfung. Also wir haben als einzigste Lebewesen die Möglichkeit,
mit Gott so in Kontakt zu treten, wie wir es eben tun können. Und wir sind eben Teil der Schöpfung, die Gott anbetet. Aber es ist so, wir haben die Wahl, ob wir es eben tun oder ob wir es nicht tun. Wir haben den freien Willen von Gott bekommen und dürfen uns jetzt entscheiden, ob wir Gott anbeten oder ob wir ihn eben nicht anbeten oder etwas anderes anbeten. Und das ist aus dem einfachen Grund, weil wenn Gott etwas erschaffen würde, was nicht anders kann, als ihn zu verehren, dann wäre das vielleicht so wie, ja, wenn Gott sich selbst loben würde. Ja? Und in dem Moment, wo Gott uns freisetzt, wo Gott sagt, ihr habt die Wahl, mich zu anbeten, und ihr habt die Wahl, es eben nicht zu tun, da bekommt unsere Anbetung, also wenn wir uns dafür entscheiden, bekommt es wirklich Gewicht. Denn Liebe ist nicht erzwungen. Erst wenn Liebe aus freien Herzen heraus geschieht, aus freien Stücken heraus geschieht, ist es wirklich bedeutungsvoll. Und in dem 10. Vers, in dem letzten Vers, geht es wieder, wie in dem zweiten Vers, um Anbetung. Hier steht wieder, Herr, unser Herrscher, wie berühmt ist dein Name in aller Welt. Es ist wie eine Klammer um alle Verse herum. Das sehen wir öfter, nicht nur im Alten Testament, in den Psalmen, sondern wir können es auch im Neuen Testament sehen. Beim Vater Unser, wenn wir uns das anschauen, geht es folgendermaßen. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Hier beginnt das ganze Gebet, ja, ein Beispiel von Jesus, wie wir beten sollen, mit Anbetung. Und es endet mit Anbetung, wo steht, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ist wieder wie eine Klammer um das ganze Gebet herum. Es zeigt, dass Anbetung an allererster Stelle steht und an allerletzter Stelle steht. Es ist das, was unsere Anbetung, unsere Zeit mit Gott einrahmen sollte. Das ist das Wichtigste, das Grundlegende. Und dann geht es eben in diesem Vaterunser Stück für Stück weiter. Es kommt ein Gebet, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Wir ordnen uns Gott unter und wir bitten ihn um unser tägliches Brot. Wir bitten ihn um Vergebung. Wir bitten ihn um Leitung. Ja? Wir bitten, dass wir ihm unsere Schuld vergeben. Das ist die Vergebung. Und wir bitten um Leitung, wo wir sagen, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ihr merkt also, dass Anbetung in der Bibel was sehr, sehr Grundlegendes, was Wichtiges ist, was schon damals im Alten Testament und auch im Neuen Testament da war und eine Rolle gespielt hat. Eine ganz, ganz entscheidende Rolle, eine ganz zentrale Rolle. Und egal, es ist so wichtig zu verstehen, dass egal wie viel man über Anbetung weiß, wie viel ich euch jetzt darüber erzähle, das hat alles nicht so viel Kraft und es hat alles nicht so viel Sinn und es bleibt alles leer, wenn man es nicht ausprobiert. Wenn man nicht das Gelernte und das Gehörte umsetzt. Also bitte ich euch, dass ihr euch zu Hause Zeit nehmt dafür und es mal ausprobiert. Einfach mal macht, einfach mal zu Gott betet. Gott anfängt in Liedern zu loben oder ähnliches. Der zweite Punkt, der immer mit stille Zeit und Anbetung und Zeit mit Gott ganz, ganz wichtig ist und zentral ist, ist Bibellesen. Warum? Weil wir können erst jemanden verehren, Lobpreislieder singen und sagen, mein Gott ist toll, wenn ich ihn kenne. Also um jemanden zu verehren, muss ich ihn erst mal kennenlernen und wissen, warum ich ihn anbeten soll. Und es ist wie ein Kreislauf. Ich hätte jetzt eigentlich gesagt Teufelskreislauf, also heißt es nicht Teufelskreislauf? Sagt man das so? Ich glaube schon. Aber in dem Fall ist es ja nicht Teufel, sondern Gott, deswegen Gotteskreislauf. Ist ja Wurst. So. Genau. Und es funktioniert wie folgt. Gott ist immer an erster Stelle. Gott offenbart sich. Gott offenbart sich Israel, führt das Volk Israel aus Ägypten heraus und tut Wunder an ihrem Volk, befreit sie aus der Hand des Pharaos durch Zeichen und ganz riesen Wunder. Und er offenbart sich aber auch im Neuen Testament, indem er seinen eigenen Sohn auf die Erde schickt. Er offenbart sich in Jesus selbst und
Es kann auch dein Freund sein, deine Freundin, die dir von Gott erzählt und dich mal einlädt zu Neonite oder dich mal einlädt zu einer Online-Neonite, die mal anzuschauen. Warum? Weil Gott sich in diesen Personen offenbart und so geht Gott immer den ersten Schritt auf dich zu. Gott ist immer der Initiator. Er ist immer derjenige, der auf dich zukommt. Und unsere Reaktion auf diese Offenbarung von Gott sollte Anbetung sein. Also die einzige angemessene Antwort auf diese Offenbarung von Gott ist unsere Anbetung. Und in dieser Anbetung, jetzt ist es nämlich richtig interessant, in dieser Anbetung liebt es Gott, sich aber wieder zu offenbaren. Also ihm gefällt es, dass du ihn anbetest und er zeigt sich von der neuen Seite und er zeigt dir, wer er noch ist, denn Gott hat viele Namen, Gott hat sagen wir mal, Eigenschaften, Attribute. Er ist Retter, er ist Schöpfer, er ist Erlöser, er ist die Burg, er ist so viel. Und diese vielen Seiten, die zeigt er dir nach und nach. Und wenn du eben erfährst oder wenn du erfahren darfst, wer Gott noch ist, also du lernst eine neue Seite von Gott kennen, das würde dich wieder in Anbetung führen. Warum? Weil du dann erst wirklich erkennst, hey, Gott ist ja noch viel größer und noch viel mächtiger, noch viel heiliger, noch viel schöner und gütiger, als ich gedacht habe. Und diese enorme Spanne zwischen uns und Gott und dieses Heilige, was wir dort erfahren, das führt uns wieder in Anbetung. Und so ist es ein ständiger Wechsellauf, ein Kreislauf, der sich da bildet, wo wir Gott anbeten, er sich offenbart und wir aufgrund dieser Offenbarung ihn wieder anbeten. Eine ganz entscheidende Rolle dabei, also Gott zu erkennen und danach wieder in Anbetung zu kommen, ist die Bibel zu lesen. Ja? Und wir können die Bibel lesen, ja? Aber wichtig zu wissen ist auch noch, die Bibel an sich ist nicht heilig, okay? Es sind nicht die Buchstaben, die da drin stehen, die heilig sind, sondern es ist der Heilige Geist, der dir erst Verständnis dafür gibt, was die Bibel eigentlich ist. Also ist nicht die Bibel heilig, sondern der Geist. Der Heilige Geist ist derjenige, der dich dazu befähigt, die Bibel wirklich zu verstehen und Gott zu erkennen. Und so ist es unheimlich wichtig, die Bibel zu lesen. Und Gott liebt es, sich in seiner Bibel zu offenbaren. Okay, das ist sein Wort, das ist seine Geschichte, es ist sein Volk und es ist sein Herzschlag, uns zu zeigen, wer er ist und wer er war und wer er sein wird. Wichtig ist natürlich, dass du nicht nur das einmal machst, ja, dass du einmal Gott anbetest und vielleicht mal Bibel liest, sondern es ist wichtig, dass du diese Beziehung, die du mit Gott hast, dass du die pflegst. Und Beziehung ist immer Arbeit. Heißt, wir sollen Gott regelmäßig begegnen. Wir sollen regelmäßig mit Gott sprechen, Beziehungen aufbauen, in seiner Bibel lesen, ihn anbeten. All das. Warum? Weil wir Anbetung brauchen wie unser tägliches Essen. Also es ist ein Unterschied zwar zwischen dem täglichen Essen, weil wenn du irgendwann nichts mehr isst, dann meldet sich irgendwann dein Magen und sagt, Junge, ich habe Hunger, ich habe richtig Hunger. Und so kommst du nicht drum rum, irgendwas zu essen. Bei Anbetung ist es schon ein bisschen schwieriger, weil du kannst Anbetung ignorieren. Du kannst dich mit anderen Sachen ablenken. Und so ist es umso wichtiger, dass du dir täglich deine Zeit nimmst, deine Zeit reservierst, dir geregelte Zeiten setzt, die du mit Gott verbringst, um deine Beziehung mit ihm zu stärken. Weil was wäre denn eine Beziehung, wenn sie nicht regelmäßig erfrischt wird, nicht regelmäßig gelebt wird? Eine Beziehung, die nur auf zufälligen Treffen besteht, die ist keine wirkliche Beziehung. Eine Ehe, die nur aus willkürlichen ab und zu mal sehen besteht, ist keine Beziehung. Das ist, wenn überhaupt, eine Freundschaft. Ja? Also man braucht den regelmäßigen Kontakt
um eine Beziehung zu Gott zu haben. Also was bringt mir jetzt stille Zeit? Was bringt mir das, dass ich das machen sollte? Zum einen ist es natürlich so, dass du Gott besser kennenlernst. Das ist Punkt 1. Du lernst Gott besser kennen. Und wenn du mal die Menschen in der Bibel anschaust, sei es die großen Männer und Frauen Gottes, oder auch deine Pastoren in den Amerika, in den riesen Churches, ja, Brian Houston, Stephen Furtick, nimm wen du willst, all die Leute haben, glaube ich, eins gemeinsam. Sie haben Beziehungen mit Gott, sie kennen Gott, sie haben Gott kennengelernt und wissen, wer er ist, sie haben eine Beziehung zu ihm. Und das ist der entscheidende Punkt. Es ist nicht, dass sie super stark sind oder super groß oder super schön, toll, talentiert, wie auch immer, sondern es geht darum, dass sie eine Beziehung haben mit Gott. Und es ist das, was eigentlich Gott auch von dir will. Gott will Beziehung mit dir und Gott will, dass du ihn kennenlernst. Du brauchst auch nicht mehr. Und das ist dein Schlüssel zum geistlichen Wachstum. Du wirst Jesus ähnlicher. Du darfst erfahren, wer Gott in deinem Leben ist. Und mit ihm Beziehung zu leben, heißt, ja, seine Berufung zu leben, wenn man so will. Deine Berufung ist es, mit Gott Zeit zu verbringen. Deine Berufung ist es, eine Beziehung mit Gott zu haben. Es ist Gott nicht wichtig, was du tust, also schon auch, aber in erster Linie ist es Gott nicht wichtig, was du tust wer du bist, sondern es geht ihm um diese Beziehung zu dir. Es geht um dein Herz. Gott will dich und Gott will dein Herz und nicht deine Taten oder deine Wünsche, Gedanken, wie auch immer. Es geht ihm nicht darum, es geht um dein Herz, es geht um dich. Ja? Gott will, dass du mit ihm Beziehung hast. Und so möchte ich dich ermutigen, dass du dir persönlich stille Zeit nimmst, Zeit mit Gott nimmst. Dass du dir persönlich Zeit nimmst, um Bibel zu lesen. Vielleicht auch nur ein Kapitel pro Tag. Das ist völlig okay, ja. Das heißt nur ein Vers, das heißt nur was auch immer. Nimm dir Zeit, um die Bibel zu lesen. Nimm dir Zeit, um Gott zu anbeten. Und ja, wir haben jetzt noch einen Song für euch. Wir haben noch die Möglichkeit, euch in Anbetung zu führen. Und nutzt es auch wirklich. Geh vielleicht mal auf die Knie. Heb mal deine Hände. Probier dich mal aus. Sing Gott einfach mal dein Lob und denk daran, was Gott schon alles für dich getan hat. Und ja, versuch so ein bisschen Gott mal zu erleben, Gott zu spüren, Gott in die Finger zu kriegen. Und ja, wichtig ist bloß, dass du mit ehrlichem Herzen vorhin kommst, dich wirklich auf ihn konzentrierst und einfach mal ausprobierst. Und Gott kommt auf dich zu. Gott wird auf dich zukommen und sich dir zeigen. Du warst das Wort direkt am Anfang, eins mit Gott, dem höchsten Herrn. Die Pracht verborgen in der Schöpfung und durch Christus nun zu sehen, oh wie schön dieser Name ist. Oh, wie schön dieser Name ist, der Name Jesus Christus, Herr. Oh, wie schön dieser Name ist, der unvergleichbar ist. Oh, wie schön dieser Name ist, der Name Jesus. Und jemals von dir. Oh, wie herrlich der Name.
Tod hat verloren, zerriss in der Vorhang, Sünde und Grab schweigen vor dir. Die Himmel laut tosen, voll Herrlichkeit loben, weil du nun auch erstanden bist. Du hast keinen Gegner. Ich danke dir für die coole Predigt. Ich danke dir für die Neonite, die wir erleben durften, für den vielen Spaß. Jesus, danke dir aber auch für dein Wort und für die Gegenwart, die wir erleben durften, dass du mit uns bist. Ganz egal, an welchem Ort wir sind oder auch wann wir uns dieses Video angucken. Ich danke, dass du ein lebendiger Gott bist und kein toter Gott bist. Ich danke, dass du mit uns bist und ich bete, dass du uns Kraft und Hilfe schenkst, Jesus, dass wir es hinkriegen, in der Woche, Jesus, dir Ehre zu geben mit unserem Leben. Nicht nur mit unserer Stimme, sondern dass wir dich anbeten mit allem, was wir tun. Dafür beten wir, das wünschen wir uns. Herr Jesus, wir lieben dich und das möchten wir dir sagen. Und ganz näher und sagt, Amen. Genau, richtig cool, dass du wieder am Start warst. Für alle, die uns noch nicht kennen oder noch nicht so gut kennen, ihr dürft gerne, wenn ihr Fragen habt oder mit uns in Kontakt treten könnt, gerne unten in die Infobox schauen. Dort findet ihr alle möglichen Informationen, aber auch eine Adresse, wo ihr gerne eine E-Mail-Adresse, wo ihr uns gerne schreiben könnt, irgendwelche Fragen oder Anliegen, die ihr habt. Außerdem an alle Leute, wenn ihr Gebetsanliegen habt, die echt dringend sind, wir beten so gerne dafür, weil Gott will und kann etwas tun. Zu guter Letzt gibt es noch die ganzen Ankündigungen, die wichtigen, okay? Und zwar nächsten Mittwoch wieder Neonite, 20 Uhr auf diesem Kanal. Außerdem vergesst nicht die Neon Crews. Wenn du ganz neu oder wenn du noch keine Neon Crew hast, dann melde dich gerne auch unten in der E-Mail-Adresse und schreib, du willst zu einer Neon Crew kommen, dann schreiben wir dir und du kriegst einen Link und du kannst online Neon Crew erleben. Und dann gibt es noch sonntags zwei Gottesdienste, Live-Gottesdienste, wo wir uns sehen können. Ich würde mich freuen, wenn ich dich sehe. Es lohnt sich, es gab jetzt schon 2 Wochen diese Gottesdienste und die sind wirklich der Hammer, okay? Endlich wieder Gemeinschaft, okay? Endlich wieder Lobpreis und einfach richtig coole Atmosphäre und wir können danach im Garten chillen noch, mit Sicherheitsabstand natürlich. Also sei dabei, Sonntag 9.30 Uhr und 11 Uhr in der TSV-Halle in Rot. Und zu guter Letzt Neon Merch, okay? Er wird bald droppen und deswegen sei am Start. Spar dir dein Geld auf, ab ins Sparschweinchen und zerschlag erst, wenn der Drop kommt, okay? Ihr werdet von uns hören, seid gesegnet und wir sehen uns nächste Woche. Bleibt gesund und fit und immer froh.